Moin, liebe Top-Familie und liebe Community daraus und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zur 6. Folge von Männer in Bangkok mit dem Titel Der Lockvogel. Wir erinnern uns an die letzte Folge. Alex war in der Kanalisation, deswegen ist er jetzt hier im Krankenhaus. Das war auch auf dem Thumbnail zu sehen, von daher, ich bin gespannt, wie es dahingehend weitergeht. Wie es dazu kam, dass er in der Kanalisation war, sehen wir gleich nochmal hier. Ich möchte aber hier nochmal vorab natürlich Grüße ausrichten und nochmal auch Danke für die positive Resonanz zu den Reaction-Videos. Und vor allem auch nochmal Grüße an alle Teilnehmer, die hier auch tatsächlich über meine Reaction stolpern. Nämlich der gute Carsten und jetzt ja auch Nico. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich euch natürlich so mit Namen anspreche. Auf jeden Fall echt cool, dass ihr hier auch auf meinem Kanal gestoßen seid, dass euch die Reactions gefallen. Jedenfalls, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, wie sich die Teilnehmer noch weiter anstellen, was da noch passiert, was passiert mit der Taskforce. Ich glaube, wir können auch einiges erwarten. Von daher, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, würde ich mich sehr drüber freuen. Auch, dass ihr einen Kommentar verfasst, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir rein mit Folge 6, ich bin hyped. Spiel entdeckt, ganz gerade aus der Straße entlang. Scheiße, da sind die. Ja, bin knapp vor mir, ich verfolge ihn. Das war knapp. Jason Bourne sollte erst morgen stattfinden, Alter. Ich steppe hier durch Abwasser. Das Wasser ist schwarz. Er braucht mir Arm, auf ein bisschen. Scheiße. Sagt man zwar nicht, aber das beschreibt diese Situation. Hey Leute, wir sind bei Folge 6 der zweiten Staffel von Manhunt. Was war das für eine verrückte Verfolgungsjagd letzten Sonntag? Wie sie weitergeht, seht ihr jetzt gleich. Davor möchten wir euch noch eine wichtige Info geben. Genau, nämlich unser Partner Holy. Wenn ihr da was bestellt, Neukunde seid und ein Starter-Set bestellt, kommt das in dieser Box. Schaut schon mal sehr ansprechend aus und auch perfekt für Weihnachten eigentlich, ne? So beim Christbaum. Drinnen befinden sich dann drei Geschmacksrichtungen und entweder einen Shaker oder diese coole Thermoflasche. Die auch ein Shaker ist. Unten sind die Rabattcodes eingeblendet. Unterstützt Manhunt und mit jeder Bestellung bekommt ihr 10%. Und wenn ihr Neukunde seid, mit Manhunt 5 noch einmal zusätzlich 5 Euro. Genau. Aber jetzt wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Folge von Manhunt. Ich bin ja auch gespannt, wie viele Folgen es geben wird. Ich glaube, Staffel 1 war, wie viele Folgen gab es in Staffel 1? Da müsste ich jetzt gucken. Kann ja mal eben kurz hier gucken. Staffel 1 gab es 10 Folgen. Das hier werden keine 10 Folgen. Also mindestens 12. Das würde ich sogar eigentlich schon so fast vermuten. Aber Folge 6, ich sag mal, wir haben jetzt erst einen Tag rum. Die Frage ist, schafft einer es 4 Tage oder eben doch nicht? Das ist eben so die Frage, weil Staffel 1 hat ja ein Spieler die kompletten 72 Stunden geschafft. Jetzt ist die Frage, schafft es jemand hier die 96 Stunden? Schwer, aber möglich. Das Tor ist versperrt. Seht ihr das? Aber da muss ich hin. Das ist es. Das ist die Zivilisation, nennt man das auch in den Fachkreisen. Tür ist versperrt. Alles knarscht und ist super laut. Ich muss schnell sein. Direkt vor der Tür ist ein Auto. Er muss aufpassen. Weil wir wissen ja noch aus der letzten Folge, dass da die Security-Leute sind und Hunde. Ist nicht gerade eine angenehme Situation. Ich
Okay, der Sprung hat es mir nochmal richtig besorgt. Aha. Okay, Mann, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Mann. Ich bin geflohen, Mann. Wir hatten Kontakt. Er hat mich am Rucksack festgehalten. Jetzt ist es angekommen, Mann. Ja. Jetzt ist es angekommen. Fuck, Alter, ich kann kaum gehen. Aber es hat sich gelohnt, Mann. Ich hab euch versprochen, es wird Jason Bourne geben. Ist früh eingetreten als gedacht. Ist auch okay. Eine tolle Filmreihe. Bourne-Identität. Okay. Alle schlafen. Nico. Und der ist ja sehr... Zum Beispiel der Speed an der Letzte, dem, der war hart. See. Also Digi, Respekt an die Person, wo da weggekommen ist. Weil, ja, vielleicht haben sie auch schon den Schlafrhythmus, wo ich habe. Also Powerlaps und so. Aber ich glaube, wenn du keinen Schlaf hast und da mitten am Pennen bist, du wirst nicht wach im Sinne von, du wirst schon wach, kannst wegrennen, aber du hast keine Chance zu entkommen. Also da wirklich Respekt. Was ich noch sagen wollte, definitiv Respekt an den Bro, der gerade echt dem Speedhunt entkommen ist. Ja. Mega krasse Leistung, das um so einer gottlosen Uhrzeit, Leute. Ja. Also, wer auch immer das war, mega, 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 mega. So, meine Freunde des gepflegten Weglaufens. Ich habe wieder eine Nachricht bekommen von der Spielleitung. Das wollte ich kurz gerne einmal mit euch teilen. Ja, wir sehen dich. Alle Zonen wurden verkleinert. Die neuen Grenzen sind ab 6 Uhr morgens gültig. Tag 2. Ja, stimmt. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, was morgen kommen wird. Sollte man noch drin sein, morgen wird's noch kleiner. Und übermorgen wird's noch kleiner. Noch kleiner. Stimmt. Neben der Zonenverkleinerung gibt es für Tag 2 folgende Regeln. Erstens. Ein neuer Joker wird den Spielern zur Verfügung gestellt. Okay. Einmal Fake Ping absetzen. Dieser kann bei einem Silent Hunt oder Speed Hunt eingelöst werden. Okay. Plus einmal die Koordinaten der Hunter abfragen. Zweitens, es gibt ein... Okay, die Challenge ist Lockvogel. Gucken wir das gleich an. Okay, die Joker sind schon mal interessant. Ein Fake können die setzen. Ein Fake Ping. Joker wird den Spielern zur Verfügung gestellt. Einmal Fake Ping absetzen. Finde ich schon mal stark. Ist halt die Frage, wie man den taktisch setzen will. Wenn man die Frage ist, inwieweit den man vielleicht schon im Voraus planen kann. Wenn du sagst, du willst vielleicht so deine 3 oder 4 Stunden schlafen und du setzt dann einen Ping, während du schläfst woanders oder lässt ihn ja eben setzen, könntest du länger schlafen oder eben irgendwo ein Powernap machen. Hat also einen gewissen Vorteil. Die Frage ist, um welche Zeit willst du den setzen? Interessanter ist gleich der zweite Joker. Dieser kann bei einem Silent Hunt oder Speed Hunt eingelöst werden. Plus einmal die Koordinaten. Das finde ich geil. Kannst die Koordinaten der Hunter abfragen. Ist aber auch natürlich... Ja, obwohl, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, weil manche werden ja immer im Quartier sein und manche werden unterwegs sein. Von daher, das wird dann interessant, wann man diesen Joker setzt. Aber der hat auf jeden Fall auch seine Vorteile. Weil wenn du weißt, es ist ein Speedhunt und du weißt zum Beispiel... Oder du hast die Vermutung, okay, geht der jetzt auf mich? Fragst du die Hunter-Koordinaten an? Und dann weißt du, bist du jetzt betroffen oder nicht? Koordinaten der Hunter abfragen. Aber jetzt die Challenge. Zweitens, es gibt an diesem Tag wieder eine 12-Uhr-Challenge. Okay. Drittens, es gibt an diesem Tag nur einen Speedhunt. Nur einen. So, Samuel ist hier eingetroffen. Und ich habe nochmal die Füße aufgemacht, um zu gucken, ob die Blasen wirklich offen sind, ob ich wirklich ins Krankenhaus muss. Und der Kollege hier hat sich wirklich
vollgesogen, man sieht's. Ja. Ist Dreck. Das heißt, die Blase muss aufgeschnitten werden. Scheiße. Das heißt für mich jetzt packen, ab ins Krankenhaus. Da war die Kap. Hospital International. In einem medizinischen Notfall entscheidet die Spielleitung, ob der Spieler aus dem Spiel genommen wird oder nicht. Im Fall von Alex wurde wie folgt entschieden. Ja. Er darf in der Zeit seines Jokers mit einem Taxi, das ihm zur Verfügung gestellt wird, ein Krankenhaus aufsuchen. Dieses wurde von Johannes Kuber, Geschäftsführer von Critical Knowledge, vorab als gut eingestuft. Die medizinische Versorgung entspricht westlichen Standards. Die Zonenregel wird für die Dauer des Jokers außer Kraft gesetzt. Okay. Nach den 4 Stunden gelten alle Regeln wie bisher. Dauert seine Behandlung länger und ist Alex nicht wieder in seiner Zone, geht sein Live-Standort hinaus. Oh, das ist bitter. Oh, das ist jetzt kritisch. Ich könnte jetzt sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt, aber so habe ich mir das vorgestellt. Das heißt, es ist erstmal eine halbe Stunde ins Krankenhaus, Freunde. Oh, kurzen 6 Uhr Pin absetzen, gar kein Bock, Männer. Ich hab so gut geschlafen. Und jetzt das. Einen wunderschönen guten Morgen. Er ist gut gelaufen, Nico. 24 Stunden sind geschafft. 10 Minuten sind es noch. Dann sind sie geschafft. Und in 10 Minuten ist der 6 Uhr Ping. Ja. Meine Strategie: Ich brauche Wasser. Ich muss dringend aufs Klo. Und ich habe Rückenschmerzen von den Bushaltestellen, wo ich gepowernappt habe. Was macht man dagegen? Richtig, ich gehe wieder in das Einkaufszentrum. Ich kann nie mehr in dieses Einkaufszentrum gehen. Warum, Nico? Was sehr, sehr risky ist. Aber... Das ist dumm. Ich try's. Ich muss... Mitten auf dem Asphalt war. Aber warum, Nico? Also er sagt selbst noch, ich kann nie wieder dahin, weil es ist kritisch. Ja, was macht er? Er plant, da wieder hinzugehen. Seems logic, not to me. Ich habe mich in der Nacht nochmal mit Mückenspray eingesprüht. Und trotzdem juckt hier alles. Ist das deine Auffahrt? Meine Knochen fühlen sich an. Alter. Boah. In 3 Minuten ist Silent Hunt. Dann muss ich hier weg sein. Die Tonne muss wieder weg. Die habe ich mir ausgebrockt. Gar keine Schuhe an. Er hat keine Schuhe an, lol. Hier ist mein Fahrrad. Und ja, stimmt, er hat ja ein Fahrrad. Lol. Es ist so crazy, Leute. Man vergisst einfach komplett, was man schon gesagt hat in der Kamera. Das ist irgendwie so verrückt. Auf jeden Fall ist die wichtigste Priorität jetzt, dass ich ganz schleunigst an Wasser komme, weil ich habe kein Wasser mehr. Und Wasser ist sehr wichtig. Ich muss irgendwo die Reifen von meinem Fahrrad aufpumpen. Immer stay hydrated. Das ist nämlich sowas von platt. Das könnte an irgendeiner Tanke möglich sein. Mal gucken, ob ich diese Sachen jetzt irgendwie erledigt bekomme. In Deutschland ja. Wie es woanders ist, ist immer so eine Frage, ob da auch irgendwie Fahrradpumpen irgendwie an Tankstellen sind. Weiß ich nicht. Kenne ich mich jetzt nicht so mit aus, um ehrlich zu sein. Folgende Joker und Boni sind derzeit bei den Spielern aktiv und verfügbar. Chris hat seinen Boni und den Joker von Tag 1 aufgebraucht und erwacht nach 10 Stunden wieder zurück im Spiel. Oh, ich bin so müde, Digga. Wo ich die ganze Zeit durchgeschlafen habe. Okay, ich bin jetzt in so einem Kondo drin. Da vorne ist der Eingang. Und hier ist jetzt eine Sitzmöglichkeit. Und da werde ich nochmal ganz entspannt mir die Schuhchen ausziehen. Oh,
Tut das gut, Digga. Und es mir hier richtig schön bequem machen. Oh, endlich mich hinlegen, ey. So geil. Kriegt meine Augen kaum auf. Das, als der Wecker geklingelt hat, what the fuck. Wieso ja nicht, ob jeder aus der Lobby da ankam. Ich hab nichts mitbekommen von all dem. Oh Junge, ich bin so fertig. Ja, er ist ja dann in der Taskforce. Das ist gefährlich. Gefährlich. 24 Stunden Manhunt sind geschafft. Ja. Und ich wurde noch nicht gefangen. Die erste Nacht ist vorbei. Die Vögel zwitschern, die Sonne geht auf. Das Leben ist schön. Wundervoll, wundervoll. Ich bin guter Dinge, Leute. Ich bin wieder gut drauf. Also, ich bin sehr müde. Ich muss jetzt irgendwo ein bisschen schlafen. Ich habe jetzt hier auch gerade einen Ping gesetzt. Deswegen bewege ich mich jetzt schnell woanders hin. Aber ich brauche jetzt auf jeden Fall ein bisschen Ruhe. Und ich brauche wieder Geld und Wasser. Wheelchair. No. Yes? Does it sign? Oh, I'm Peter Fox, sir. Oh. At the light, yes. Yes? I'm not free. I'm going to be free. Do you have the insurance? Yes. Geil, okay, bleib mir. Draußen gibt's eine Dusche, jetzt kann ich jetzt mal die Beine abspielen. Damit wir überhaupt sehen, was da ist. So, ich liege jetzt flach. Beide Füße wurden jetzt antiseptisch gesäubert. Die Wunden, also die zwei Blasen, werden jetzt aufgeschnitten, sauber gemacht und zugemacht. Genau, Leute. Ich lasse mir jetzt gut gehen und wir hören uns später. Ist halt die Frage, ob Alex vielleicht, wenn er ja weiß, er hat noch 2 Stunden Regeneration, dann ist es 8 oder 9, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Oder bis 10, ich weiß jetzt gar nicht mehr die Uhrzeit. Jedenfalls, ob er dann nicht sagt, er lässt einen Fake-Ping irgendwo setzen. Weil er ist ja in der Zone aktuell, wo, obwohl, Andi, das geht ja nicht, weil sein Standort wird ja dann dauerhaft geteilt. Ah, verdammt. Oh, das ist bitter. Alex ist in einer kritischen Situation. Die Frage ist eben, wie lang ist er jetzt da noch im Krankenhaus? Shabab spotten meine Freunde. 14 Watt und ich habe ein komplettes Frühstück. Das sind jetzt wahrscheinlich so 300 Kalorien. Das reicht. Ich habe gestern Abend gegessen, gestern Vormittag, gestern Nachmittag und jetzt nochmal Frühstück. Also energietechnisch geht es mir super. Jetzt ist nur die Sache, ich bin müde wie Sau, ich habe keinen Kaffee. Ich brauche das. Aber man kann nicht alles haben. Deswegen. Wir laufen jetzt langsam zurück zur Brücke und hoffen, dass eine der Handhalts nicht mehr gerade hinter uns ist. Also wirklich, ich hoffe da einfach, ne? Weil ich war eine Viertelstunde im 7-Eleven, hab gecheckt, hey, was gibt's, was ist günstig. Tatsächlich das günstigste kalorientechnisch sind wirklich, wirklich die Nudeln. Alles andere war so, nee. Ich könnte auf der einen Seite halt noch mehr Geld schnorren, aber habe ich keinen Bock drauf. Ich brauche diese Challenge, wisst ihr, so diese 100 Baht. Das sind, ich dachte immer, es sind 4 Euro, sind aber tatsächlich nur 2,50 Euro. Und jetzt davon halt mal 3 Tage durchzukommen, wäre schon krass. Vielleicht mache ich später noch ein bisschen Battle hier, dies, das. Aber an sich jetzt gerade, ich bin safe. Ja, okay. Da oben ist ein Eichhörnchen. Es gibt Ratten in den Bäumen, es gibt Eichhörnchen, es gibt Leute, die ihre Ratten auf den Joris ist geil, lassen. Der beobachtet erstmal die Tiere. Er keucht und fleucht es dreidimensional überall, es ist so verrückt. Alter, teile eine schicke Gastfreundschaft. Gute Nacht, Männers. Jetzt geht's schlafen. Es gibt eine neue Challenge, Leute. Die reizt mich eigentlich total. Phoebe wird ausgesetzt, um alle Spieler in die Center Zone zu locken. Die heutige Tageschallenge? What? Der Lockvogel. Schwierigkeitsgrad mittel.
Das Spielgebiet der Tageschallenge ist die gesamte Center Zone. Die gesamte? Phoebe wird von der Taskforce in der Center Zone um 11.55 Uhr ausgesetzt. Okay. Sie hat Visitenkarten eines Hotels dabei und muss versuchen, diese an die Spieler zu verteilen, während ihr die Hunter auf den Fersen sind. Später folgen noch genauere Infos. Okay, das heißt, wenn sie ja dann Hotelkarten haben, könnten sie in dem Hotel schlafen, weil ich glaube nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie das ist, aber wenn Hunter dann irgendwie in ein Hotel gehen und dann so sagen, hier, ich suche jemanden mit so einer Kamera, können sie mir die Schlüsselkarte von dem oder derjenigen geben? Also ich glaube nicht, dass die das machen. Also sage ich jetzt einfach mal mit meinem Leichtsinn eventuell. Aber es ist zumindest interessant. Die Frage ist halt eben, wie verständigt man sich zwischen den Teilnehmern, die an der Challenge teilnehmen, und Phoebe, die ja die Karten verteilen möchte. Boah, das ist interessant. Oh, das könnte interessant werden. Das ist ja alles schön und gut, aber ich befinde mich am äußersten Rand der lilanen Zone. Oh. Und ich habe 18 Kilometer bis zum Startpunkt. Das schaffe ich nicht, Leute. Also selbst, ich glaube, ich müsste jetzt losfahren, gehen, wie auch immer. Und wäre dann pünktlich da und wäre komplett am Arsch. Ich glaube, die Challenge kann ich mir abschmieren. Die Challenge klingt für mich eigentlich ziemlich interessant. Weil ja, denke ich jetzt mal, Phoebe auf unserer Seite ist und ja, die will, dass sie ein Hotel kriegen. Von dem her muss man sich's überlegen. Weil die wird schon gut, ich denke, die wird schon gut schauen, so standorttechnisch und so. Aber ich habe eigentlich gesagt nicht, ne? Ich überleg's mir. Interessant. Auf jeden Fall interessante Challenge. Also, Arsten und auch Joris sind da raus aus der Challenge. Hey, das geht doch nicht. Die machen jetzt Anästhesie-Spritzen rein, so wie ich verstanden habe. Ist zu sensibel. Ich hab gerade übles Kreislauf. Scheiße. It's better now. You're afraid of needles? Yes. Yes? I think that's the reason. Yes. Ich habe eine Nagelphobie. Das Gehen wird extrem schwer. Ja. Aber ich werde mir eine Taktik überlegen müssen. Die Krankenschwestern lachen mich aus, weil ich Angst vor Nadeln habe. Es ist 8 Uhr morgens, genau. Ey, manche haben Angst vor Nadeln, manche haben insgesamt Angst vor Spritzen, manche können Blut nicht sehen, wenn Blut abgenommen wird. Da versucht man wegzugucken. Ich habe zwar nicht vor allen dieser Sachen Angst, aber ich kann euch sagen, als Kind war es bei mir so, dass ich einen sehr, sehr extremen Kreislauf hatte und ich musste als Kind wirklich bei so Tetanusspritzen, also gegen Impfung eben oder sonst eben, wenn Blut abgenommen wurde, ich musste liegen, weil ich sonst so krass wirklich mein Bewusstsein dann verloren habe, dass mein Kreislauf ist dann total durcheinander gewesen. Also deswegen kann ich das schon so ein bisschen auch nachvollziehen. Heute kann ich, sage ich mal, kann ich wirklich froh sein, hier so Klopf auf Holz, dass das nicht mehr so extremst ist. Aber ich kann das total nachvollziehen. Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr irgendwie Angst vor Nadeln, Spritzen oder könnt kein Blut sehen? Das ist ja so, würde ich jetzt mal sagen, so die drei Sachen, die ja damit auch weitestgehend ja zu tun haben. Von hier hat gerade mein Live-Standort verschickt. Beziehungsweise meinen Standort. Ich gehe davon aus,
dass sie jemanden abgestellt haben, der jetzt von der anderen Seite hierher fährt. Das heißt, ich laufe nicht direkt zurück zum Shelter, sondern laufe erstmal hierher. Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass alle acht jetzt auf mich abgestellt sind. Die werden immer noch mehr Interesse an Blau haben, denke ich. Und ja, deswegen, wenn die nur zu zweit oder dritt sind, hier sind und mich jetzt erstmal nicht sehen, ist alles fein. Das heißt, ich chill jetzt einfach mal hier. Das ist die komplett andere Richtung als meine Unterkunft. Ich habe auch nur Wasser dabei und meinen Rucksack. Es sollte alles gut gehen. Außer sowas ist zum Beispiel ein Hunter. Dann habe ich einfach Pech gehabt, ne? Na okay. Ja. Die Challenge rund um Phoebe ist übrigens richtig geil. 5 Minuten Pings, die anderen haben nur eine Stunde. An sich ist es easy, zumal ich glaube, dass Phoebe tatsächlich auch zum Aussetzungspunkt rennen wird. Einfach weil sowieso abgesprochen war, dass wir uns eigentlich am nächsten Tag dort treffen wollten. Na, da war nur Alex. Okay, schade. Kein einziger aufgetaucht. Oh Mann. Aber Problem 1 für mich, mein Magen macht Probleme. Also ich leide immer noch unter der Lebensmittelvergiftung und damit zu rennen ist so eine Sache, damit jetzt rumzureisen ist so eine Sache, damit sich jetzt komplett zu stressen ist alles ein bisschen schwierig, zumal ich gerade am äußersten Rand meiner Zone bin. Ich bräuchte eine Stunde, Pi mal Daumen, in die Stadt rein bei den aktuellen Verkehrsverhältnissen. Und dann wird es quasi auch schon losgehen. Ich hätte keine Zeit, mich vorzubereiten und sonst was. Das heißt, ich muss die Challenge wahrscheinlich gezwungenermaßen aussetzen. Auch wenn Hotelzimmer gerade wirklich, das wäre super gut, sage ich euch, wie es ist, ne? Ich komme raus. Okay, ich bin gleich vorne, der erste Kieler. Wir sind da vorne hier. Okay. Alles klar, bis gleich. 38. Okay. So, mein Krankenhausaufenthalt ist somit zu Ende. War wieder in meinem Gebiet, ich war jetzt in die schwarze Zone und lass mich im Gebiet, im MRT-Haltestelle Bang O aussetzen. Da war ich auch schon die letzten 2 Tage unterwegs. Das müssen wir festhalten, ey. Seine Mama hat bei Bauer sucht Frau mitgemacht und Nein. Jetzt haltet euch fest, wer? Narumol, fick und fertig. Nein. Kennt ihr doch die Frau, die sagt, ich bin fick und fertig? Ja. Das ist einfach seine Mama. Okay, Augen zu und gut. Das kennt doch. Ich bin fick und fertig. Das kenne ich auch als Meme. Lol, wie lustig ist das denn bitte? Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Cool. Also ich kenne so Memes von Bauer sucht Frau, ist so komplette Staffel oder so nicht. Aber das ist tatsächlich etwas, das ich kenne. Wie geil. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, vor wie vielen Jahren war das? 14 Jahre, ja. Vor 14 Jahren? Genau. Ey, ist die Welt klein. Geil. Ist die Welt klein. Ich muss jetzt irgendwo ein Powernap machen, Mann. Ich bin so am Arsch. Irgendwo, wo es ein bisschen ruhiger ist, Powernap machen. Ich will nicht wissen, wie viele Schritte das ich gemacht habe heute schon. Wieder crazy. Wieder leider ein Fehler passiert heute. Ja, er ist der mit den meisten Schritten. Dreimal verloren. Nico. Naja. Powernap und dann ist das wieder drin. Digga, ich weiß gar nicht, ob das ein Hunter ist da. Ich glaube nicht, oder? Deine GoPro? Nein. Nee, keine GoPro. Du bist ja immer eine GoPro dabei, aber der hat keine. Digga, der Typ, der ich dachte. Aber dass er jetzt auch wieder da ist. Also, oh Mann, ey. Warum muss er schon wieder da in diesem Einkaufszentrum sein? Warum? Der ist ein Hunter, der freut mich jetzt einfach. Was soll denn der Scheiße? Das ist kein Hunter. Jetzt hat er mich noch angeschaut. Jetzt schaut er nochmal. Digga, was soll denn der Scheiß?
Warum schaut er mich so an? Ich hoffe nicht. Jetzt kommt er mir hinterher. Was soll denn der Scheiß, Digga? Ich glaube, das ist ein Hunter. Echt Safe. Jetzt? Safe, ist ein Hunter. Hey, nicht bei der Hitze, bitte. Er ist da, er schaut. Und er, das kannst du keinem erzählen. Der ist da unten gewesen, What ist rübergekommen, wo er, wenn das ein Zufall ist, dann wirklich. Bruder, meine Haut ist so verbrannt und ich habe kein Geld. Ja, aber der hatte keine GoPro an. Nee, genau, deswegen. Die müssen ja eine GoPro anhaben. Wenigstens in der Hand. Aber warum verfolgt er ihn dann? So, guten Morgen. Während die anderen noch schlafen, sind Willi und ich schon wieder, beziehungsweise hauptsächlich Willi, an den Bewegungsanalysen. Wir haben ja jetzt noch die Standpunkte oder Standorte Pings von 6 Uhr und auch von 8 Uhr. Und 4 Uhr. Und 4 Uhr natürlich auch, die haben wir auch nicht aufbereitet. Dementsprechend können wir schauen, und wie sie sich bewegen. Auch Punkte und haben. Muss man wirklich sagen, dass das sehr hilfreich ist. Also der nicht gegoltene Catch war zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. Hat Willi wirklich sehr gut gemacht und da das gut funktioniert hat, machen wir das weiter, auch wenn es ein bisschen Arbeit ist. Ja, das machen wir jetzt, trinken dabei Kaffee und gleich geht's dann für uns. Also rein von den Huntern jetzt ab, mal eben so beobachtend und analytisch gesehen. Die waren am ersten Tag, weil das war ja jetzt alles ja ein Tag, wenn man das ja so sehen will, waren die am Anfang aktiv, wo es sehr interessante Begegnungen gab oder nicht Begegnungen. Zwischendurch auch, dann ja eben die Challenge. Dann haben sie kurz Pause gemacht und am Abend waren sie aktiv. Haben versucht, durch Bewegungsabläufe eben Nico ja zu fangen, was denen ja so gesehen gelungen ist, was aber ja nicht gegolten hat. Und ich denke, die werden weiter diese Taktik fahren. Sprich, die werden irgendwann so morgens anfangen, den Tag durchziehen, werden aber zwischendurch auch sich zurückziehen und so vielleicht am zweiten Tag, weil die jetzt so ein bisschen gelernt haben, nicht um, sagen wir jetzt mal, 21 Uhr losfahren, sondern vielleicht erst um 22 oder 23 Uhr, also vielleicht noch später, dass die dann mehr Regeneration haben und so die Spieler mehr unter Druck setzen können, wenn es dann wirklich wieder in der Nacht ist. So würde ich es zumindest machen. Mal gucken, ob die es auch so machen werden. Zur Fußmassage, da wird nochmal ein kleines Nickerchen gemacht, nochmal die Füße gelockert. Ja. Und danach, ja, Freunde, wie soll ich euch das sagen? Wir haben gestern überlegt, soll man Peter fragen, wie viele es denn sein sollen pro Tag? Ne, wir holen euch heute auf jeden Fall einen raus. Wer das sein wird, das überlegen wir uns noch. Minimum einen. Ja. Ich glaube, es sind noch klar, ein paar Spieler und Spielerinnen haben ja noch gar nicht das Vergnügen mit uns gehabt. Ja, das stimmt auch wiederum. Ich glaube, ja. Wir werden mal da auch mal Druck erzeugen. Ja, wir sind bei uns das High-Value-Target. Ja, coole Wus. Coole Wus, ja, coole Wus, ganz schön frech. Ja, das stimmt. Ja, die zwei bereits. Hat mich angeblich fotografieren lassen von jemandem. Sehr frech. Sehr frech, ja, das stimmt schon. Also, ja, High-Value-Target ist definitiv coole Wu. Na gut. Der ist ja auch in eurer Zone. Wir melden uns. Ja, jetzt schaut wieder clean aus. Boah, das war übelst weird, hä? What the fuck? Das war wirklich weird. Da rennt einer. Ich glaube, das ist ein Hunter. Da rennt einer. Der ist paranoid. Ja, da rennt einer. Also der Typ,
Hat auf jeden Fall jetzt Kamera in der Hand. Vielleicht haben die auch wen anderes gejagt, ne? Kann auch sein. So, wir sind angekommen. Genau, rechtzeitig. An meinem Wunschort, und zwar Bang-O. Das ist Lukes Gebiet, das schwarze Gebiet. Das schwarze Gebiet ist viel, viel besser als meins. Weil hier ist auch eine Mall, in der ich mich verstecken kann. Zweites Gewand. Kurze Hose. Da sein Outfit verschmutzt ist und dadurch das Risiko einer Infektion besteht, wurde empfohlen, es zu wechseln, um Hautkontakt möglichst zu vermeiden. Ja gut, ich glaube, das ist auch selbstverständlich. Also, er war im Krankenhaus, dann hat man ihm ein neues Outfit gebracht. Völlig verständlich. Also wäre auch schlimm, wenn er es weiterhin anbehalten hätte müssen. Ich glaube, keiner ist so ein Unmensch, außer wirklich ganz böse Menschen, die einem was Böses wollen, aber ansonsten ist das ja vollkommen vernichtet. So, neues Paar Schuhe. Ich habe jetzt auch schon ausprobiert, ob ich hier reinkomme. Die Schnürsenkel komplett aufgeschraubt und genau, funktioniert alles wunderbar. Okay, ich werde mich jetzt mal umkleiden auf die Schnelle, weil es geht für mich jetzt auch direkt los. Und ja, bis gleich. Inua. Also interessant ist jetzt gerade der Standort von jedem, denn wir beobachten jetzt mal Folgendes. Wer wird an der Challenge teilnehmen? Alex wird's nicht machen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Der war zwar an der ersten Challenge auch nicht, aber er ist gesundheitlich angeschlagen. Er wird sich ausruhen. Carsten, Joris, viel zu weit weg. Die anderen drei sind relativ nah hier am Zentrum und ich glaube, alle drei wollen eine Hotelkarte. Meine Prognose, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass wir hier die komplette Challenge im Video noch drin haben werden, obwohl ja die Folge so heißt. Ich glaube aber von den dreien gelingt es, glaube ich jetzt, dass das einfach wird oder vielleicht doch nicht so. Schwierigkeit ist ja nur Mittel, ist ja nicht schwer. Also ich sage es, Phoebe gelingt es, einer Person auf jeden Fall eine Hotelkarte zu geben und die Person wird nicht gesehen. Bei allen dreien bin ich mir nicht sicher. Aber ich sag, einer Person gelingt es auf jeden Fall. Ich gehe jetzt schnell in Richtung Promenade, weil es gibt wohl eine Fähre, die auf der anderen Seite fährt. Die will ich nehmen. Ich hoffe, es ist nicht zu teuer. Ich muss jetzt gleich mal auschecken. Ich habe nämlich nur ungefähr 100 Bar. Ich habe mir gerade auch Wasser und Zahnputzsachen gekauft. Jetzt bin ich hier arm. Ich muss wieder an Geld kommen. Ich hole jetzt ein Ticket, fahre jetzt erstmal auf die andere Seite. Zu dieser Mall, Icons Yum. Das kostet 8 Bar. Das ist drin. Ja. Und dann schaue ich weiter. Ich versuche da erstmal an Geld zu kommen. Das ist ein ganz guter Ort, da sind auch viele Touristen. Dann schaue ich weiter. Eine Mutter, die ist lustig, eine Mutter, die ist schön. Tralali. Tralala. Tralali. Also ich muss sagen, ich bin überrascht von meinem Körper, wie fit ich noch bin. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es riskieren soll, das Hotelzimmer zu nehmen, wisst ihr? Ich könnte einfach, während die Challenge ist, irgendwo entspannen und dann im Anschluss den 4-Stunden-Joker einlösen, dann noch entspannen. Das heißt, ich habe irgendwie, keine Ahnung, auch irgendwie 6-7 Stunden oder so am Stück, in denen ich safe bin und ja, entspannen kann. Das heißt, ja, ich weiß nicht, ob die Challenge, dadurch, dass ich noch so relativ fit bin, ob das so sinnvoll ist, um mein Gott. Man muss ja auch sagen, Lola war jetzt ja nicht irgendwie betroffen von einem, sag ich mal, von dem Silent Hunt, wo die Hunter dann bei ihr waren, oder von dem Speed Hunt. Klar,
du weißt ja selbst nicht, ist jetzt jemand bei mir oder nicht, ist ja auch eben die Psyche. Aber ich glaube, sie unterschätzt das ein bisschen. Ja, ich glaube, ihr geht's körperlich gut. Man hat es ja aber auch zum Beispiel bei Phoebe gesehen, ihr ging's, ich würde jetzt mal sagen, auch eigentlich körperlich gut, aber sie hat es unterschätzt. Und das ist so ein bisschen das Ding, abgesehen natürlich von einer leichtsinnigen Aktion natürlich, wie die da einfach reingegangen sind, ohne vorher irgendwie die Lage auszuspähen. So, also das ist so eben der Punkt. Also ich sag mal, ihr Plan ist zumindest valide und ich finde auch schlau, dass sie sagt, sie macht die Challenge vielleicht eher doch nicht. Die Frage ist, macht jemand die Challenge? Ja, also Nico auf jeden Fall. Die Frage ist, macht die auch Chris? Das ist so die Frage. Also die Frage ist halt wirklich, wer nimmt dann teil an der Challenge? Weil je weniger teilnehmen, umso einfacher könnte es sein für die Hunter, diese Person zu fangen. Und gerade wenn es dann nur Nico ist, dann sind die Hunter gewarnt. Die wissen, das ist Spieler Nummer Schlag mich tot. Und dann wissen die, ach, das ist doch der, den wir gefangen haben. Das ist Nico. Das wird interessant. Okay. So, wir sind auf der anderen Seite. Jetzt heißt es, an Geld kommen. Alter. Junge. Wir haben keinen Bock, dass jetzt hier eine Schlange ist. Jetzt ist ja auch ein schöner Weg ausgedacht. Oh mein Gott. Oder ausgesucht, ausgedacht. Vor allen Dingen hier ist ja keine Sau. Außer ich. Hier sind noch nicht mal mehr Einheimische. Dann fühlen die sich wahrscheinlich hier am Wasser wohl. Alter, leck mich am Arsch. Wo bin ich hier gelandet? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist Manhunt Bangkok, Leute. Die härteste Verfolgungsjagd der Welt. 96 Stunden auf der Flucht. Übrigens sagt Google Maps, dass ich hier lang fahren kann. Ah, okay. Alter. Wenn Google Maps das sagt. Ich weiß jetzt nicht mehr durch geradeaus. Da werde ich aufgefressen. Okay, Leute, ich bin nie an der Mall angekommen, wo ich hin wollte. Ich bin noch 3,7 Kilometer entfernt. Also ich bin so, lass 600 Meter gewesen sein, die ich jetzt gekommen bin. Also hier hältst du es wirklich nur im Schatten aus. Das ist krass. Und ich habe Schmerzen an meinem Arsch von diesem scheiß Fahrrad, an den Beinen, weil das nicht richtig eingestellt ist. Das ist ohne Scheiß, das ist ein Kinderfahrrad, ne? Ein Kinderfahrrad mit platten Reifen. Ich habe übrigens nichts gefunden, um die Reifen aufzupumpen. Das ist schade. Sowas wäre perfekt jetzt für die Challenge. Irgendwie so ein Kleid oder so. Sowas, das ganz hier, das gar nicht nach so einer Challenge aussieht. Hier sowas. Wenn ich sowas anhätte, ja, stell dir das nochmal vor. So ein Kleid. Dann nehme ich einen Kinderwagen, pack den Rucksack in den Kinderwagen. Gut, das GoPro-Ding würde halt bei dem Kleid extrem aufwand. Ja. Muss ich irgendwie verstecken. Aber die Idee ist aber geil. Aber dann hätte ich doch echt gute Chancen, weil die wissen ja, wie gesagt, sie wissen noch nicht, wie ich aussehe. Sie wissen nicht mal, dass ich existiere. Ich bin nur eine Spielernummer auf ihrer Karte. Oh. Oder, hier guck mal, auch richtig schlaue Idee, den Rucksack vorne anziehen. Dann sieht so aus, als wäre ich schwanger. Ist auch smart. So, Mark, wir gehen jetzt zu früh. Ich mag aber ihre Denkweise. Wie kann ich mein Aussehen verändern? Weil die ja nicht von Lola, glaube ich, ausgehen. Ich weiß nicht mehr, von wem die ausgehen. Ich glaube, Julius hat ja irgendeinen Namen gesagt, aber das war nicht Lola. Von daher, das wäre dann natürlich interessant, wenn sie eben dann ihr Aussehen verändert, ob sie Lola überhaupt erkennen, wenn sie eben ihr Aussehen ändern sollte. Ich mag zumindest die Herangehensweise und den Gedanken. Weil
ist zumindest solid. Bibi Challenge. Ich nähe mich mal an. Es hieß ja in diesem Gebiet, wo sie gestern in Catch wurde, wird sie, glaube ich, losgelassen, wenn ich mich nicht täusche. Und sie sendet ja uns nachher die Standorte zu. Ja, ich muss die Challenge schon mal in Ruhe durchlesen, aber ich glaube, so ist es gemeint. Und die Hunter geben ihr 15 Minuten Vorsprung. Das heißt, Phoebe muss da ordentlich Meter machen. Ja. Dass wir dann entspannt bei ihr die Karten abholen gehen. Und das Hotel finden, ne? So, ich fahre jetzt zur Base, sag ich mal. Und ja, dann geht's los. Da kann ich den anderen Leuten eine Karte übergeben und hoffentlich werde ich nicht back-to-back gecatcht. Es ist irgendwie immer noch erbärmlich. Ja, ich glaube, das. Phoebe ist am Weg zur Spielleitung. Ist sie jetzt am Weg oder auf dem Weg? Weil am Weg klingt irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin. So diese Satzstellung. Ich denke, sie ist auf dem Weg zur Spielleitung. Back gecatcht. Es ist irgendwie immer noch erbärmlich. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich bin so gespannt, wie die anderen auch die Nacht überlebt haben. Also wirklich, ich war gestern im Bett. Ich habe so oft an die alle einfach gedacht, weil ich das so ein bisschen traurig finde, dass die alle kein schönes Bett, wie ich habe. Oder dass es denen gut geht, vor allem Lola, dass es da alles okay ist. Aber ich bin gespannt. Und ich habe, glaube ich, auch 2x20 Bat mit. Das kriegen auch die zwei Gewinner als Geschenk von mir. Das ist viel, wirklich. Aber wir sehen uns in der Base. Kannst du das entscheidend sein? Die Phoebe als Logvogel. Ihr setzt sie aus. Ihr bekommt die 12 Uhr Koordinaten, die 13 Uhr Koordinaten, 14 Uhr Koordinaten und 15 Uhr Koordinaten. Jumpt rein ins Auto, haut sie raus. Wartet 15 Minuten, ich gebe euch die Freigabe. Ja. So, Phoebe hat ein Handy von uns, Phoebe sieht euch und die Spieler. Ja. Phoebe kann mit den Spielern kommunizieren. Sie wissen auch, dass sie gecatcht wurden schon, ne? Ja. Ja, das kommt eh keiner. Also. Da kommt keiner, sagst du? Naja, für sind alle hungrig für Hotel. Die wollten da unbedingt Hotel. Hotel ist schon ein super Preis. Phoebe. Das ist die Challenge. Sobald einer gefangen wird, ist die Challenge vorbei. Sobald der Erste beim Hotel ist, ist die Challenge vorbei. Wir sagen es dir jetzt gleich, du kannst mit jedem dort stehen und Kaffee trinken, wir holen uns nur den Kulebu. Ihr wollt Kulebu? Kulebu, ja, wenn du so ein Verhandlungsfoto machst, mit diesen Jungs und Mädels hier, dann bist du gelistet. Deswegen gibt es das neue Kulebu, Shea weg, Moa Lied. Kulebu, Shea weg, Moa. Nochmals zusammenfassend die Regeln der Challenge im Detail. Okay. Um 11.55 Uhr beginnt die heutige Tageschallenge, der Lockvogel. Mhm. Phoebe wird in der Zone, in der sie gefangen wurde, von der Taskforce abgesetzt. Ja. Sie bekommt 15 Minuten Zeit, um unterzutauchen. Die Spieler erhalten alle 5 Minuten einen Ping von Phoebe. Die Taskforce bekommt keine Koordinaten von ihr und hat nur den stündlichen Silent Hunt zur Verfügung, um andere Spieler zu erkennen. Ah, okay, auch nochmal wichtig. Okay, ich habe gedacht, irgendwie alle 15 oder 20 Minuten während der Challenge. Nein, sie hat 15 Minuten Vorsprung und kann sich dann mit denen treffen. Sie hat einen. Nee, die anderen haben einen Pick von 5 Minuten für Phoebe. Phoebe sieht aber die, glaube ich, und auch die Hunter dauerhaft. Wurde ja auch schon ja eben erklärt. Okay. Ziel ist es, dass so viele Spieler wie möglich die Visitenkarten bekommen. Ja. Zudem sieht Phoebe auf ihrem Handy den aktuellen Standort der Jäger und der Spieler. Sie hat die Möglichkeit, die Spieler auch vor herannahenden Jägern zu warnen. Ein Speedhunt ist nicht erlaubt. Haben wir schon gedacht. Der erste Spieler, der beim Hotel ankommt, darf dort für 6 Stunden einchecken. Danach wird sein Ping wieder weitergegeben. Phoebe? Ja. Das heißt nicht alle, sondern das gilt dann nur jetzt für den Tag und dann für 6 Stunden. Hast du aber dann auch 6 Stunden Regeneration. Das ist halt dann schon, finde ich, eine gute Sache. Danke. Let's rock. Aber es sind. Nee, wir haben jetzt einen anderen Standort, ist er nicht. Das ist jetzt komplett genau. Die. Okay. Und du kommst nachher dann zu uns in die Spielleitung. Ja. Debriefing. Ja. Okay, interessant. Ich bin gespannt.
Ich glaube, das gelingt jemandem. Ich sage, es gelingt Phoebe, zumindest vielleicht einer Person, eben, wie gesagt, Nico, die Karte zu geben. Er gelangt zum Hotel, innerhalb vielleicht sogar dieser einen Stunde sogar schon. Und dann hat er 6 Stunden Pause. Ja, das glaube ich schon. Hallo, coole Fu. Ich zeige euch mal kurz. Yes. Da ist Chinatown. Und ich warte jetzt erstmal. Wann der Manhunt-Bus? Vielleicht sehe ich den Manhunt-Bus schon. Also ich glaube, das ist mir zu heikel mit der Challenge. Ich baue jetzt meine Hängematte auf. Ich bin wieder hier. Spot von gestern. Vielleicht werde ich es noch anders, weil ich habe den Standort ist super nah dran. Also ich könnte easy ganz schnell dahin. Ganz schnell. Das Praktische ist, das ist direkt an meiner Zone. Das heißt, ich könnte sehr schnell wieder raus und auch direkt mit Öffis wegfahren. Wenn man sich so direkt an der Grenze treffen würde. Aber ich weiß nicht, soll ich es riskieren? Ich könnte es schaffen. Könntest du. Aber sie bauen sich wieder am gleichen Platz die Hängematte auf wie auch am Tag zuvor. Dann Schuhe aus und rein in die Koje. Bisschen chillen. Ey, dieses ganze Hin und Her. Ich habe so Entscheidungsprobleme und das zieht sich, ihr habt keine Ahnung, es zieht sich durch mein ganzes Leben. Und das ist immer ein Hin und Her. Und es kostet so viel Energie. Ich könnte jetzt schon wirklich seit fast einer Stunde hier drin liegen und schlafen oder chillen oder was auch immer. Und stattdessen mache ich so ein ewiges Hin und Her. Das kannst du keinem erzählen. Warum bin ich so? So, mal ganz kurz der Real Talk, Leute. Wenn ihr euch fragt, warum der Stuhlgang gerade eben von absoluter Wichtigkeit. Ey, ich werde nicht sagen, aber ich wäre. Aber die da hinten sieht aus wie Rainbow Dash. Die sieht aus wie Rainbow Dash aus My Little Pony. Möchte ich aber eben ganz kurz sagen. Also. Die Haare, die Mähne ist jetzt nicht hundertprozentig identisch vom Regenbogen. Aber das sieht so krass aus wie Rainbow. Wenn ihr euch fragt, warum der Stuhlgang gerade eben von absoluter Wichtigkeit war, liegt ganz einfach daran, dass ich von der Konsistenz ausgemacht habe, ob ich zur Challenge fahre oder nicht. Du kannst 6 Stunden dadurch gewinnen in einem Hotelzimmer, super, aber du mockst danach ja wieder. Du kannst ja deine Kleidung nicht waschen, ja. Kannst duschen, ja super, gehst raus und mockst wieder. Das heißt, du hast 6 Stunden Pause. Oder du machst die Challenge nicht mit, chillt sich in der Mall, ich leg mich da gleich in so einen richtig schönen Stuhl. So einen Massagestuhl. Der Stuhl. Und du kannst einfach dein Leben chillen, weil die Hunter sind bis 15 Uhr beschäftigt. Der nächste Ping geht erst um 16 Uhr raus. Stimmt. Das heißt, Männer, 7 Stunden frei, weil du ja nicht hinfahren musst. Du musst kein Geld ausgeben, du musst kein Risiko eingehen und hast frei. Und da meine Konsistenz des Stuhlgangs den Content noch nicht erlaubt, werde ich die Challenge nicht bestreiten und hier mein Unwesen treiben, bis mich jemand rausschmeißt. Bin ich mal gespannt, wie diese Challenge wird. Team steht bereit, wir sind jetzt hier alle. Haben jetzt alle verlegt. Stefan und ich mit dem Roller und der Rest des Teams mit dem Manhunt-Bus. Auf geht's. Phoebe wird in der Zone, in der sie gefangen wurde, von der Taskforce abgesetzt. Sie bekommt 15 Minuten Zeit, um unterzutauchen. Geht jetzt los, 15 Minuten, ne? Ja, wir schreiben jetzt, dass du ab bist. Okay. Was die Spieler tun lassen, ne? So, we go, we go. Gas, gas, gas. We go, we go. Are you ready? Ich weiß nicht, wohin, Junge. Ich ist toll. Okay, maybe like yeah. Here. Yeah. Okay, do this. Yeah, zwei Zeit. Yeah? Yeah, no, yeah. Ich bin gespannt. Phoebe hat mich gerade geschrieben. Sie hat jetzt wie ihr eigenes Spiel Handy. Diggi, ich habe jetzt die gefragt, ob sie jedem Einzelnen schreibt, weil wenn ja, dann kann sie ja bei jedem was anderes schreiben.
Und dann könnte es auch eine Falle sein. Warum sollte sich jemand... Ich geb dem, der zuletzt war, 50 Spatt. Also falls überhaupt jemand dann als letztes ist, der als erstes ist, 20, weil der hat ja dann die meiste Chance, das Hotel zu bekommen, und der zweite kriegt 40 Spatt oder so. Das sind alles... Phoebe hat 500 Baht zur Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln bekommen. 40 Baht hat sie privat mitgenommen, die sie unter den Spielern verteilen will. Okay. Meine Freunde, ich würde am liebsten die ganze Zeit mit denen chillen. Das ist so süß. Die tun mir so leid, die müssen so überleben. Das ist ja nicht nur... Okay, was ist das Überleben? Das ist einfach diese... Dass du die ganze Zeit alleine bist, diese Hitze. Das ist so unangenehm alles. Und ich liebe dieses Transportmittel, möchte ich ganz kurz sagen. Ich liebe es, diese Menschen, die da mit einem Fahrrad fahren. Also, warte, nein, ich muss mal eben sonst bei mir beim Handy-Ton ausmachen. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe, aber ich bin auch schon mal mit sowas gefahren. Ich muss das nur raussuchen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo ist denn das? Wo ist das? Drei Chinesen mit einem Kontrabass. Ne, wartet, nehmt. Boah, habe ich die Bilder schon runtergenommen von meinem Handy? Na, sieht ganz so aus. Ich glaube, ich habe die schon runtergenommen. Verdammt. Ich hätte die euch sonst gerne gezeigt. Ah, nein, hier. Wartet mal, Ton ist aus, oder? Ja. Das war in Köln. Da bin ich auch gefahren. Hier, da fährt jemand mit einem Fahrrad. Irgendwie schief. Keine Ahnung. Aber jedenfalls. Ich habe diese Challenge auch schon gemacht. Diese Challenge, genau. Aber jedenfalls, ich bin auch schon mit so einem Fahrrad gefahren und ich kann sagen, das war absolut genial. Vor allem, wenn ihr die Gamescom kennt. Oben, da sind so ganz, ganz viele Treppen. So bei einem Weg hoch von... Jetzt muss ich überlegen, von welcher Seite ist das zur Gamescom hoch? Weiß ich jetzt gerade nicht. Jedenfalls richtig beim Haupteingang. Und da war halt so einer und der ist dann wirklich ungelogen diese Treppen da so runtergefahren. Das war wirklich, als wäre das so eine Straße so für den. Das war richtig cool. Ich liebe dieses Transportmittel. Also, ich habe da so eine ganz persönliche Geschichte auch mit, muss ich zugeben. Aber das behalte ich mal für mich. Ich hoffe, die machen das gut, aber ich find's cool, dass ich sie jetzt nochmal treffen kann, dass ich hier die Challenge mache. Ist ja geil, auch von der Spielleitung. Ich hoffe, ihr feiert das auch. Ich find's wirklich richtig geil, dass ich nochmal involviert wurde. Und ich bin einfach jetzt mit Spielleitung geworden anscheinend. Aber ich halte meine Friends. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir in Zweierteams unterwegs sind. Ist angenehm, glaube ich, sicherer. Und wenn wir wen sehen, haben wir höhere Chancen. Okay, ich chill jetzt hier. Ich habe mich positioniert hinter so einem Häuschen. Und warte jetzt praktisch, dass Phoebe schreibt und mir ihren ersten Ping sagt, damit ich da schnell hin kann. Bin ein bisschen aufgeregt. Das wird gut. Ich hoffe, die Pumpe macht mit. Die Jäger sind wohl sehr hungrig. Haben Bock. Aber den 12 Uhr Ping bekommen die doch, oder? Da ist der Treffpunkt. Ist natürlich von beiden weg. Ist natürlich von beiden weg, dieser Treffpunkt, wenn man das jetzt natürlich hier nochmal sehen will. Aber da Start, das war, da ist Chris. Also das war ja wirklich, der ist so nah an den Huntern. Kommt nicht gleich der 12 Uhr Ping? Der weiß ja noch nicht mal, wo startet. Der ist jetzt schon in einer kritischen Zone. Nico hingegen muss irgendwie über die andere Seite kommen. Der braucht ein bisschen, aber jetzt keine Stunde. Und wenn er dann da ist, vielleicht nur mal eben so kurz reden und dann fährt er zum Hotel. Also, Nico sehe ich da mehr im Vorteil als Chris. Weil, wenn da der Start war und da sind die Hunter, ja, wow. Also,
Also das ist 12 Uhr Lula in der Nähe. Das ist, ich glaube, Nico und Chris, weil die waren alle relativ im Zentrum. Joris ist so weit weg, das bringt gar nichts da in was Zwang. Der wird auch niemals da antreten. Ich denke, weiß nicht, ob Alex kommt. Ich werde mal gucken, wo der ist. Und Carsten ist auch voll weit weg. Also ich glaube, der wird das auch nicht machen. Es war schwierig, dann eine Zone zu... Sie weiß nicht, wer antritt, aber sie sieht ja die Standorte. Das heißt, dann kann sie ja demzufolge ja schon einschätzen, wem sie aber auch dann eben anschreiben kann. Das ist ja eben der Vorteil. Wenn ich komplett in die, also in die Mitte gehe, dann ist es zu leicht für die Hatte. Ich finde das, also das soll jetzt nicht komisch klingen, die erste Challenge war eine schwere. Unterstütze ich vollkommen, ja. Das ist eine mittlere. Was ist denn eine leichte Challenge? Und ich finde ja schon, dass das hier eigentlich eine leichte ist. Denn wenn du mit Phoebe dich gut kommunizierst und es vielleicht wie Lola machst, du bist noch in deiner eigenen Zone und täuscht an, dass du eine Karte willst. Phoebe hat ja 500 Watt für Transportmittel. Das heißt, sie könnte da zur Grenze kommen. Lola rennt in dem Sinne rein, rennt mal eben so 5 Minuten, um dann zu dem Treffpunkt zu kommen. Und vor allem, der Treffpunkt ist nicht weit weg von Lola. Wenn man könnte, ist ja auch bei ihm zu der Punkt. Das kann zum Vorteil sein. So speziell eingebildetes Hauptschmesser. Vielleicht kann ich auch besser denen ja Bescheid geben, ob irgendwie was gefährlich ist, ob ich hier Date rufen soll, cancel, whatever. Ich hoffe so sehr, dass sie nicht erwischt werden. Wann setzt den Ping? Setz den Ping! Ja, und jetzt ist Chris am Arsch. Weil da sind die Hunter. Der nächste Spieler ist nicht hier, sondern hier über dem Fluss. Okay, nein, wir konzentrieren uns jetzt auf die beiden. Passt, es kommen zwei Spieler, hier aus Richtung Osten in einer Flucht. Sobald wir das Go kriegen, Kathi und ich gehen hier nach rechts und Richtung Osten. Armin und Julius gehen hier links und Richtung Osten. Und Willi und Adrian gehen hier. Ich möchte gerne zu Phoebe rennen, aber ich habe Angst, dass ein Jäger dann aufmerksam wird. Du bist ein bisschen noch safe. Die Hürden sind gerade schon ein bisschen viel. Chris schreibt mir, ob die Luft rein ist. Ich schreibe jetzt Chris, geh nicht Richtung Chinatown. Ich kann ihnen jetzt allen Tipps geben. Und wenn die selber fragen, dann mach ich das. Schau mal. Wo geht Chris denn lang? Es ist gerade ganz schwierig, immer alles zu kontrollieren. War er nicht in der gleichen Straße? Der Hunter? Sah zumindest so aus. Vielleicht treffe ich da jetzt sogar Spieler, weil da ist Nico. Vielleicht fährt er jetzt auch mit dem Schiff rüber. Nee, der ist auf der richtigen Seite schon. Die könnten sich schon gleich treffen. Digga, ich muss mit dem Boot rüber. Aber die könnten sich treffen. Ich muss in dem Boot rüber. Ja, okay, aber ich hab's vergessen. Das ist kostenlos? Niemals. Aber die könnten sich treffen. Zeit, aber. Hey, bitte kostenlos. Bitte, bitte, bitte. Okay. Die könnten sich da treffen. Okay, how much you get? Ah, war mal du. Der kommt jetzt, oh mein Gott. Hey, irgendwo müsste hier auch Nico sein. Ja. Hi, my friend. Warte. Sorry, how much is it? How much is it? That's good. Yeah, you want to pay? On top, I pay? Yeah. But I have no money on me. No. I go on top. Nah. Guckt's euch an. Digga, Nico. Oh. Hey, krass. Hast du Dings? Warte. Ich muss eigentlich noch rüber, ich habe den Standort freigegeben. Aber ich kann dir, glaube ich, die Karte schon geben. Okay, thank you. How much you get? 200 Baht. 200? Yeah. 200? There you go. Hast du über? Here, my friend. Thank you. Yeah. Okay. Thank you so much. Danke dir. Wir müssen da rüber. Nein. Ich dachte, du bist schon da drüben. Nein, der Dreh hat mich nicht rübergefahren. Ich frage kurz Spielleitung, ob du schon kriegst, weil dann kannst du direkt wieder abhauen. Ja. Nico ist gerade bei mir am Hafen, weil ich rüberfahre. Ich habe den jetzt schon getroffen. Kriegt er jetzt schon eine Karte einfach und kann wieder durchfüßen? Ja. Ja, Antwort. Du musst Klar. Der war schon Chat. Ah,
Fahrzug. Warum nicht? Also deswegen, die treffen sich. Warum sollte sie nicht die Karte geben dürfen? Ist doch chillig. Okay, sie fährt anscheinend rüber mit dem Schiff zur anderen Flussseite. Beeilen uns jetzt. Ich bin auch auf der anderen Flussseite. Das heißt, ich muss eigentlich das nächste Schiff rübernehmen. Hast du gefragt, dass man darüber muss? Ja, er meinte, ich muss oben zahlen gehen. Oben aber zahlen? Aber ich hatte ja kein Geld. Ach so. Aber du hast ja jetzt gezahlt, oder nicht? Ich hab I paid. Sorry, we paid. We paid already. I paid 120 bucks. Bucks, sag ich. Warte, ich pay, warte. Digga. Bitte lassen die das durchgehen und müssen nicht rüber. Ich verstehe nicht, warum hängt der nicht an und fahrt nicht rüber, was the fuck? Sie wurde einfach gescammt. Das könnte jetzt ein bisschen kritisch werden von der Zeit, je nachdem natürlich, wie schnell die Hunter vielleicht denken, wir könnten zum Fluss runtergehen. Was ist dann mit Chris? Wie will er auf die andere Seite kommen? Schwierig. We need two. Two there. Hm? Yeah. How many? Oh, I have zero time, lady. How many? No tour. I just need to go there. Just on the other side from the river. Is it possible? She already paid 200. I already paid 200. Yeah. Lady, I just say, what do I do now? We need to go to the other side. Oh Gott, die verpleppert so viel Zeit. She paid to you 200, or? No. Your friend. Yeah, your friend, yes. Also welche zwei Spieler sind das, die jetzt hier bei uns bekommen? Warte, das ist der Spieler 2 und Spieler 3. Okay, dann schaut bitte mal ganz kurz nur in die Taskforce. Ich glaube nicht, dass Phoebe, auch wenn sie alle Vorteile hat, dass sie uns alle überwachen kann und mit den Spielern, die jetzt in unsere Arme laufen, denen noch rechtzeitig sagt, hey, falsche Richtung. Also, theoretisch könnte sie jetzt schon lange dort sein, wenn sie gleich schaut nach der Richtung. This is for the other side. We don't want the tour. I understand. I tell you. For another side. Okay. Okay. Digga, ich hab... Es tut mir leid, ich hab 7 Bart bei mir. Digga. 2, 3, okay, thank you. Thank you so much. Bruder, ich hab gar kein Geld. Ich hab Angst, dass die Hunter kommen. Warte. Digga, die hat mich so gescampt. Ja, hat sie. Bist du eigentlich die Spieler? Also wo die Hand ist? Klar, wenn Nico die Karte... Oh, Phoebe bemerkt die Nachricht der Spielleitung, dass sie die Visitenkarte übergeben kann, erst jetzt. Warte, stopp. Karte und hau ab. Okay, ja. Ehrlich? Nimm Karte, hau ab. Dankeschön. Dann kannst du doch das Geld jetzt wieder nehmen. Thank you. Oh, nee, sie geht trotzdem drüber. Okay. Das ist. Also, ich bin jetzt mit dem Boot. Wie soll Chris denn dahin kommen? Wäre es nicht schlauer, dann da am Wasser zu warten? Würden die Hunter da nicht hinkommen? Ja. Wie soll Chris wegkommen? Das ist die andere Frage. Am Rüberfahren. Weil ich da ja das einmarkiert habe. Nico hat jetzt die Karte bekommen, der muss abhauen. Und ich kann jetzt nicht mehr zurück zu Chris. Ja. Scheiße, ich habe auch kein Geld mit dem. Ich komme nicht gescampt. Ich habe jetzt 400 bezahlt. Die Jagd ist eröffnet. Alle aufteilen wie gehabt und wir gehen Richtung Osten. Was für eine Challenge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Am Sonntag geht es ja schon weiter mit Folge 7. Genau, hinterlasst uns einen Kommentar, wer ihr denkt, der die Challenge gewinnt. Vergesst nicht, das Video zu liken, unseren Kanal zu subscriben und die Glocke zu läuten. Genau. Phoebe natürlich am wenigsten Schritte, Nico, einfach 89.000 Schritte, holy shit, krass, Loda aber auch 58, also beide viel gelaufen, Alex natürlich jetzt nicht so viel, war ja auch angeschlagen, Joris so im Durchschnitt, Lukas ja draußen, Chris und Carsten relativ nah beieinander vor den Schritten, also die lassen es eher gemächlich angehen. Von daher, ja, meine Lieben, das war Folge 6 von Manhunt Bangkok, der Lockvogel. Interessante Challenge. Natürlich bitter, dass Phoebe das zu spät mit der Nachricht gesehen hat.
Weil dadurch haben die auf jeden Fall Zeit verplempert. Nico hat jetzt die Karte. Ich denke schon, dass Nico gewinnen wird, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. Weil das Problem ist einfach, Chris muss auf die andere Seite. Und ich weiß nicht, wie er auf die andere Seite des Flusses kommen will. Das ist da so ein bisschen das Ding. Weil ich habe jetzt gerade nicht irgendwie die Karte irgendwie. Das wäre halt jetzt natürlich auch nochmal interessant irgendwie, wie, sag ich mal, wie eng das da vielleicht ist, ob er da irgendwie drumrum gehen kann. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwie das, so, da. Gehen wir hier kurz in Bangkok rein. So, dann haben wir hier diesen Fluss. Ich denke, das ist hier dieser Fluss. Der Chao Phraya, würde ich jetzt mal vermuten, dass das der ist, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Ist halt jetzt wirklich die Frage, weil ich glaube, ich habe hier gerade sogar ich habe hier sogar gerade die Anlegestelle. Yo, ich habe hier gerade die Anlegestelle, die im Video war. Ich sehe sie hier gerade. Also von daher, ja, die Frage ist halt eben, wie will Chris da hinkommen? Da ist eine Brücke tatsächlich nicht weit entfernt, wenn das hier die richtige Stelle ist. Wird interessant. Wird auf jeden Fall interessant. Ja, meine Lieben. Das war hier Folge 6. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder am Dienstag. Am Dienstag geht es dann weiter mit Folge 7 hier auf meinem Kanal. Von daher, ihr wisst, was zu tun ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, oder einen schönen Abend, schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr die Folge guckt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao. Liebe Top-Familie und Community da draußen, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.